26. Oktober 1993, was nicht der Marcel dort schon geboren ist. Wenn ich mich... Das ist so. 2 Jahre. Okay, nein, das hier. Dort habe ich mein erstes Spiel gemacht in Estland im Balzers. Und wenn es normal läuft, mache ich am 12. Oktober in Wien im Praterstadion das letzte Spiel für Liechtenstein. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat einen Moment gegeben, wie die Auslosung, als ich meine Frau angeschaut habe und habe zu ihr gesagt, es kann das nicht sein. Wo Italien so groß hat, wo ich wirklich die Hälfte meiner Karriere verbracht habe, wo ich meine schönste Zeit erlebt habe. Dort ist schon noch einmal so ein Ruck durch mich gegangen. Ich habe gespürt, dass ich es körperlich wahrscheinlich noch einmal machen könnte, Quali. Aber ich habe jetzt auf einmal aufs Herz hören. Und mein grosses Ziel ist, wirklich meine Trainertätigkeit jetzt fortzuführen, mich dort darauf zu konzentrieren, weil Doppelbelastung. Spielertrainer ist extrem gross, sowohl physisch als auch für den Kopf. Und dann, wenn ich jetzt zum Schluss komme, los auf mein Herz und sage, dass es jetzt das Ende ist von meiner beruflichen Tätigkeit. Ich habe jetzt fast gesehen, weil es wirklich für mich eine Berufung war bis zum Schluss. Und ich freue mich jetzt riesig auf die letzten 2 Spiele. Ich freue mich riesig, dass wir mit dem Marcel einen sehr, sehr guten Spieler zurückgewinnen. Marcel ist ein sehr junger Spieler. Zu uns auf Siena, ich kenne ihn also schon sehr lange und freue mich ausserordentlich, dass er jetzt sich entschieden hat, für uns zu spielen.